So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Eine kurze Buchbesprechung von diesem hier. Das ist das letzte Buch von Rüdiger Nehberg. Dem Mut ist keine Gefahr gewachsen. Habe ich lange gebraucht, um es zu lesen. Kurz, warum? Nicht, weil es in irgendeiner Form was anderes als saumäßig interessant, spannend und faszinierend und inspirierend vor allen Dingen ist, sondern weil ich weiß, dass es das letzte Buch ist, was Rüdiger Nehberg jemals geschrieben hat, und da wird nichts mehr kommen. Und da ich ein ziemlich begeisterter Anhänger von Rüdiger Nehberg bin, war das was ich mir ein bisschen aufsparen musste. Das Lesen hier drin war für mich eine ziemlich emotionale und wichtige Angelegenheit. Und ich wollte nicht zu viel von Nehbergs letzten Buch auf einmal verbrauchen, in Anführungszeichen. Ja, es ist ein bisschen wie mit vielen großen Werken letztendlich, die einen persönlich inspirieren. Das ist hier der Fall, für mich selbst zumindest. Das erste Mal der Konsum, in Anführungszeichen, dieses Werk, sei es ein Film, sei es ein Spiel, sei es ein Buch, was auch immer, ein Theaterstück, sucht euch was aus. Das erste Mal ist immer was ganz Besonderes. Ja, und ich zum Beispiel, ich würde sehr, sehr gerne alles über den Herrn der Ringe wieder vergessen, um nochmal quasi erleben zu können, wie das war, als ich das erste Mal den Herrn der Ringe gelesen habe. Das war auch so ein wirklich ganz, da bin ich nicht allein, das ist ja nach wie vor etwas, was viele Leute inspiriert hat, manche auch nicht. Das ist ja auch völlig in Ordnung, ist ja jeder unterschiedlich. Ja? Muss ja nicht die gleichen Vorlieben bei jedem geben. Aber für mich war das außerordentlich inspirierend. Und ich würde das zu gern nochmal, ohne gespoilert zu sein, was später noch passiert, nochmal lesen. Jetzt auch in etwas fortgeschrittenem Alter, vorsichtig gesagt, wo man einfach auch mit den eigenen Lebenserfahrungen vielleicht anders auf die Thematik drauf gucken kann. Ich habe das erste Mal gelesen, da war ich vielleicht 12 oder sowas um den Dreh, 13, 14 maximal. Da wusste ich vieles noch nicht so ganz zu würdigen, zum Beispiel ewig lange Tischgespräche bei Elrond. Das fand ich ein bisschen langweilig, vorsichtig ausgedrückt. Heute genieße ich die, wenn ich jetzt mal wieder den Herrn der Ringe lese. Und weil ich eben dadurch gelernt habe, dass das erste Mal Lesen in diesem Fall was ganz Besonderes ist, habe ich hier sehr lange für gebraucht und es immer mal wieder kapitel- und häppchenweise genossen. Ja, es war ein Genuss, absolut. War hin und wieder auch ein bisschen emotional, eben um des Wissens, dass das letzte ist und es natürlich nicht so geschrieben ist, als ob es das letzte sei, und wird dann gegen Ende wirklich, es ist schon ein bisschen, wenn man vieles, was Nehberg gemacht hat, nachvollziehen und nachverfolgt hat, mitverfolgt hat, begeistert auf die neuen Abenteuer des Nehbergs, in Anführungszeichen, gewartet hat, alles aufgesogen hat, was von ihm dann in den späten Jahren zum Thema Survival noch kam. Das war dann ja gar nicht mehr so viel, weil er selbst gewählt ja eher Menschenrechtsaktivist als Survival gewesen ist im Alter dann, aber auch natürlich noch Survival war, kleine Frage. War das sowas, wo ich mich emotional ein bisschen belastet, belastet ist das falsche Wort, mitgenommen, beeinflusst, das ist gut, ja, gefühlt habe. So, und drum ist das schwierig und drum kann ich das Ding auch nicht einfach so mal eben schnell Zusammenfassung geben und euch sagen, gutes Buch, holt euch das. Aber ich versuche es jetzt trotzdem mal, ja. Also, mehr oder weniger, das ist eine Autobiografie, die geht chronologisch spannenderweise eben nicht von Nehberg wird Bäckerlehrling und danach geht's weiter. Da geht es schon los, aber danach geht es eben nicht rein chronologisch durch die verschiedenen Stufen seines Lebens, sondern hochgradig spannend. Erstmal ein paar Abenteuer. Ein paar Abenteuer, die sich später noch als besonders wichtig herausstellen sollten. Ja, aus der Reihe der Abenteuer, die er gemacht hat. Das ist eine ewig lange Geschichte. Da sind zig Bücher entstanden. Da kann man sich ganz lange mit beschäftigen. Und das ist auch ganz toll so. Aber es fällt halt schon auf, dass er hier die Sachen ausgewählt hat, gerade wenn man seine anderen Bücher zum Teil kennt. Ich habe nicht jedes Buch gelesen, das kann ich nicht behaupten, aber sehr viele. Dass er hier die
besonders prägenden Momente rausgeholt hat. Und ein ganz paar inhaltliche Spoiler in Anführungszeichen kann ich nicht ganz vermeiden. Das sind Sachen, die sind weitgehend bekannt, wenn man sich viel mit Neberg auseinandergesetzt hat. Zum Beispiel eben der Überfall auf das Camp, in dem sie lagen und übernachten wollten am Blauen Nil. Da war sie mit dem Boot unterwegs, nur so zum reinen Abenteuer, Lust, Vergnügen, zum Erkunden des Blauen Nils. Erstbefahrung war es, glaube ich. Bis zur Quelle wollten sie, wenn mich nicht alles täuscht. Und da wurden sie überfallen. Bei der Gelegenheit wurde einer der Kameraden von Neberg, der da quasi zwar freiwillig, aber natürlich auch irgendwo auf Drängen von Neberg ein Stück weit mitgefahren ist, Michael Teichmann, wurde da erschossen. Ja, in den Kopf, war sofort tot. Und sie haben dann zurückgeschossen, die beiden verbliebenen Kameraden. Die Angreifer auch vertrieben, die wurden später gefasst und dann auch entsprechend bestraft. Aber nichtsdestotrotz, tot war er. Ja, und das muss Neberg sehr, sehr mitgenommen haben. Das hat ihn dann vor allen Dingen im Alter auch immer wieder eingeholt. Letztendlich ist es ja auch irgendwo ein Stück weit so, dass man sich dann vielleicht doch eine gewisse Verantwortung an den Geschehnissen selbst zuschreibt, was nur menschlich ist. Und das muss ihn sehr, sehr geprägt haben. Und das ist jetzt das Spannende in der Erzählweise dieses Buches. Danach waren chronologisch weitere Abenteuer. Ja? Aber für ihn selber muss das in dem Moment rückblickend, der alte Neberg, der auf seine jüngeren Jahre zurückguckt, muss das ein sehr prägender Moment gewesen sein. Und so ist mehr oder weniger die Struktur des Buches. Ja? Es passiert was beim jungen, noch nicht groß an der Welt Interessierten, außer dass er Abenteuer erleben möchte, Neberg, was der alte Neberg als Schlüsselmoment identifiziert. Und so ist diese Geschichte jetzt nicht rein chronologisch durchgehend, sondern so ein bisschen mehr so, dass die Entwicklung im späteren Leben des Neberg, als er schon Menschenrechtler gewesen ist, dass er dann auf verschiedene Situationen aus seiner Survival-Karriere zurückblickt, um zu erklären, warum er in der jetzigen Situation das so gemacht hat, wie er es gemacht hat und warum er das Wissen hatte, wie das dann zu tun war. Und häufig hatte er auch einfach nur Glück. Aber ganz oft haben ihm Dinge von früher dann ein bisschen in die Hände gespielt, dass er da eben aus seinem Survival letztendlich zehren konnte. Und das war für mich wahnsinnig spannend, gerade diese Berichterstattung, wie man mit Survival letztendlich durchs Leben kommt und wie man mit Survival, was ja eigentlich eine hochindividuelle Angelegenheit ist, dass du selber dich nicht umbringen lassen willst und dafür alle möglichen Tricks und Kniffe erlernst, um dich nicht umbringen zu lassen, selbst in Situationen, die gar nicht mal so realistisch sind, wenn man nicht ganz verrückte Reisen macht wie der hier, ja, was einem das alles bringen kann im Leben. Und das war für mich deswegen so spannend, weil meine persönliche Erfahrung ist, nachdem ich mich auch mit 12 nach meinem ersten Neberg-Vortrag, den ich selbst erleben durfte, auch mit Survival beschäftige, natürlich längst nicht auf Nebergs Niveau, ist klar, ja, aber doch ausreichend, dass auch ich so ungefähr sagen kann, dass es in normalen Situationen, in der normalen Natur, in der ich hier gerade hocke, bei uns in Deutschland eigentlich schon wenig gibt, weshalb ich in Panik verfallen müsste und würde also auch beim dem Schreckensszenario Blackout, das in der letzten Zeit ja immer mal wieder durchs Internet geistert und auch durch die sonstigen Medien, abgesehen davon, dass das natürlich für die Gesamtgesellschaft, für die Wirtschaft und so weiter und so fort tatsächlich ziemlich blöde wäre, habe ich da null Angst vor, weil ich komplett keine Probleme habe, eine Zeit lang ohne Strom klarzukommen und auch noch mit deutlich weniger Komfort notfalls mich einfach in den Wald zurückziehen kann. Ob das jetzt so eine gute Idee ist, beim Blackout gleich in den Wald zu rennen, das will ich mal dahingestellt sein lassen. Es ist es wahrscheinlich nicht. Ja, aber ich könnte das problemlos. Meine Frau kann den ganzen Krempel auch. Das wäre also für uns wenig Schrecken. Und diese beruhigende Tatsache, dass man sich mit Survival auskennt und auch mit ganz wenigen kleinen Hilfsmitteln trotzdem noch gut klarkommt und erstmal gelernt hat, wie wenig man zum Überleben letztendlich eigentlich benötigt, das ist was, was meiner Erfahrung nach einen durchs ganze Leben begleitet und im ganzen Leben hilft, soweit mein Leben jetzt bisher gelebt ist. Kann dann nochmal in 40 Jahren dazu nochmal ein bisschen was sagen, weiß ich nicht. Hoffentlich kann ich da nochmal was dazu sagen. Aber
gerade weil das auch meiner eigenen Erfahrung entspricht, ist es für mich so wahnsinnig faszinierend gewesen in diesem Buch, was du aus diesem Survival-Wissen letztendlich machen kannst. Wie du damit auch ein bisschen die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erregen kannst, was ich ein Stück weit ja auch tue, weshalb ich mich auch da so ein bisschen wiederfinden kann. So ein bisschen. Ich will mich nicht mit dem Neberg vergleichen. Aber es ist sehr inspirierend. Es ist auch immer wirklich sehr häufig was dabei, wo man auch mal das Buch weglegen muss und da einfach mal ein bisschen drüber nachdenken muss, ob einem das nicht vielleicht bekannt vorkommt oder ob das nicht was ist, was einem irgendwie ein bisschen weiterhelfen könnte. Und so steckt hier einfach ein Pfund Weisheit eines, muss man sagen, zum Zeitpunkt, als er es geschrieben hat, alten Mannes, das darf man, denke ich, wirklich sicherlich so sagen, drin, die einem noch nicht alten Mann einfach nur als Inspirationsquelle dienen können. Ja, man kann da ganz viel lernen, man kann da ganz viel Wissen mitnehmen. Es ist ein völlig außergewöhnliches, abenteuerliches Leben, ja, das ist hier der Untertitel, was der Neberg gelebt hat. Es sind viele, viele Ereignisse passiert, die uns nie passieren werden, uns Freizeit-Survivalern oder gar nicht Survivalern. Ja, aber von denen man einfach was mitnehmen kann. Selbst wenn man es nur erzählt bekommt und dann in der einmaligen Erzählweise von Neberg erzählt bekommt, mit dem Nebergschen bisschen schwarzen bis ziemlich schwarzen Humor, mit einer gewissen Portion Selbstironie und ja, auch der Tatsache, dass man sich klar machen muss, was ein Bäckermeister aus Hamburg hier eigentlich alles erreicht hat, letztendlich ja für die Menschheit. Worum man sich primär gekümmert hat als Menschenrechtler, dann waren zwei große Ziele. Sein Verein, den er dann spätestens mit dem zweiten Ziel gegründet hat und mit dem zweiten Ziel groß geworden ist, der Verein Target. Heißt auch Ziel, ja, mit dem ja eben ein spezifisches Projekt rauszusuchen, wenn du dich gleich um die gesamten Menschenrechte weltweit kümmern möchtest. Ja, das ist gut und richtig so, aber dann wird es halt schwierig, eine Sache rauszupicken. Und drum war es Neberg wichtig, sich wirklich auf ein Ziel zu fokussieren, das dann auch realistisch erreichen zu können. Und das ist vielleicht besser, als überall an jeder Baustelle ein bisschen mitzuarbeiten, aber letztendlich werden die einzelnen Baustellen halt nie fertig. Und drum diese zwei großen Ziele. Das eine hat er dann irgendwann mal als so weit erstmal verwirklicht, dass er das jetzt sein lassen kann, betrachtet. Und das war die Rettung der Yanomami-Indianer in Brasilien. Indianer darf man sie heute nicht mehr nennen, die Yanomami, das Volk der Yanomami in Brasilien, die bedroht waren von Goldsuchern, die eben da Gold suchen wollten, wo die Yanomami seit Jahrtausenden leben und die dann einfach da weghaben wollten, weil da liegt Gold. Das war damals schon illegal, das hat aber niemanden interessiert, weil es weit weg stattfindet. Ja? Das ist bis heute so, Dinge, die weit weg sind, sind uns meistens ziemlich egal, wenn wir nicht mit dem Groß drauf gestoßen werden, dass da was passiert, was wohlmöglich scheiße ist und wo man womöglich was dagegen unternehmen sollte. Und genau das hat Neberg gemacht. Der hat darauf hingewiesen, dass da was passiert, was scheiße läuft, hat mit spektakulären Abenteuer- und Survival-Aktionen, auch mit ja letztendlich investigativen Journalismus und ja dem Ausspionieren dieser Goldsucher-Mafia auch wieder schön darauf hinweisen können, was da alles schief läuft, hatte dann unfälschbares Bildmaterial, mit dem man genau sehen konnte, was die da anrichten. Und damals noch unfälschbar, da mache ich mir ein bisschen Sorgen mit den künstlichen Intelligenzgeschichten heutzutage, aber das ist ein ganz anderes Thema. Und hat das einfach bewiesen mit dem Erfolg, dass dann letztendlich irgendwann die Rechte der Yanomami doch so weit durch internationales Recht gefestigt gewesen sind, dass er meinte, okay, das ist jetzt geklappt, erledigt, ja, denen geht es soweit gut, ich komme gerne noch ein paar Mal zu Besuch, aber ich widme mich jetzt anderen Projekten. Ja, und das nächste Projekt war dann, wie es dazu kam, ist eine ganz rührende und tolle Geschichte. Toll im Sinne von, sie ist inspirierend, sie ist spannend, sie nimmt einen mit. Nicht toll im Sinne von schön, dass das so passiert ist, weil das, was da passiert ist, ist dann alles andere als toll. Darum muss ich damit mit meinem Wort mal ein bisschen vorsichtig sein. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ein schreckliches Ereignis kann
unter gewissen Umständen trotzdem eine große Inspiration für andere sein. Und das ist dann wiederum was Gutes, obwohl das schreckliche Ereignis letztendlich weiterhin schrecklich ist. Ja, so ist toll jetzt in diesem Fall gemeint gewesen. Das ist schwierig in solchen Situationen, das dann richtig in Worte zu fassen. Das hat ihn dann dazu gebracht, gegen letztendlich die weibliche Genitalverstümmelung anzugehen. Ich will da auch nicht weiter drauf eingehen, weil Neberg das erheblich besser erklären kann als ich. Und das soll hier auch nur eine kurze Buchempfehlung sein. Und das hat ihn dann den Rest seines Lebens umgetrieben. Das war das Thema bis zum Schluss. Und ich dachte zuerst, als ich mal im Inhaltsverzeichnis vom Buch nachgesehen habe, ich erfahre hier noch viel über Survival-Abenteuer von Neberg. Die sind auch drin, keine Frage. Ja? Aber die Seitenzahlen, die sich seiner Menschenrechtleraktivität widmen, die sind schon ein bisschen mehr. Ja? Und zuerst dachte ich, ich bin ein schlechter Mensch, klingt jetzt nicht so spannend, aber er hat es dann doch geschafft, obwohl ich bei Neberg eigentlich vor allem in jüngeren Jahren immer nur an seinem Survival-Zeugs interessiert war und weniger an dem ganzen Menschenrechtler-Krempel. Ich selber bin ja nicht der große Menschenfreund, nicht immer, ja, manchmal schon ein bisschen und grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass wir uns alle lieb haben sollten und so weiter und so fort, aber mir liegt Natur eher am Herzen als die Menschheit. Und da die Menschheit für die Natur nicht unbedingt immer was ganz Positives ist, um es mal vorsichtig auszudrücken, hatte ich mindestens bis ich circa 30 geworden bin, eigentlich kein besonderes Interesse an der Menschheit. Ja. Und das war auch immer so ein bisschen, ach, jetzt geht das mit den Menschenrechten wieder los. Ja, das war tatsächlich damals so. Ich habe mich in der Hinsicht jetzt doch erheblich weiterentwickelt. Man kann für ein friedliches Miteinander und gleichmäßiges und gerechtes unter nach Möglichkeit Gleichverteilung der Ressourcen eventuelles Miteinander auf dem Planeten sehr wohl sein und gleichzeitig Umweltschutz wichtig finden und andersrum sogar viel wichtiger, ohne vernünftigen Umgang mit den Ressourcen, Gleichverteilung, Gerechtigkeit und alle Menschen sind nach Möglichkeit gleich und so weiter und so fort, wird das, glaube ich, auch mit dem Umweltschutz sehr schwierig werden, weil dann die einen sich den leisten können, die anderen dann wieder nicht. Und das führt dann eines zum anderen und letztendlich brauchen wir mit Sicherheit auch Menschenrechte, wenn wir auch die Rechte der Natur, so wie wir dann welche zusprechen wollen, wahren wollen. Weil wenn du noch nicht mal Menschenrechte hast, dann interessieren dich die Rechte von der Natur noch weniger. Oder wie es bei der Bundeswehr so schön hieß, Scheiße fällt von oben nach unten. Ja, das heißt, wenn es dir selber so dreckig geht, dass du eigentlich nur noch quasi wieder nach unten dich irgendwie wieder hocharbeiten kannst, auf Kosten der, die unter dir sind und unter dir aber ja niemand mehr ist, außer letztendlich das Ökosystem, das du jetzt noch ausbeuten kannst, dann führt das nicht gerade zum gewünschten Ergebnis. Und drum muss ich sagen, auch wenn ich erstmal den Tale mit den Menschenrechten nicht als erstes lesen wollte, war der am Schluss doch außerordentlich inspirierend, unglaublich spannend geschrieben, immer mal wieder mit kleinen Rückblicken auf die Survival-Karriere von Neberg gewürzt, ja, aber auch nur gewürzt in Anführungszeichen. Gewürz ist wichtig, aber man will ja auch satt werden und wahnsinnig spannende, tolle Geschichten. Das Bild, das vom Islam mal ganz anders als das, was man sonst häufig hört, gezeichnet wird von jemandem, der den Islam über Jahrzehnte intensivst erlebt hat, ist auch außerordentlich spannend und erweitert den eigenen Horizont ganz außerordentlich. Ja? Und mehr möchte ich auch zu dem Thema gar nicht sagen, weil ich auch nicht verraten möchte, wie gesagt, was drin steht. Ja, und ich hoffe, das reicht euch an Gründen, was ihr es nicht schon getan habt, wirklich dieses Buch vom Neberg zu lesen. Es ist eine absolute Empfehlung für A, Leute, die sich mit Survival beschäftigen, B, Neberg-Fans sowieso, ne? C, Leute, die spannende Biografien spannender, vielschichtiger Leute mögen. Ja, dann kann man es auch absolut empfehlen. Da müsst ihr den Neberg noch nie gehört, von dem irgendwas gehört haben. Er ist auf jeden Fall mindestens mal ein spannender Mensch. Ja, auch ein bisschen kontrovers, aber spannend ist auf jeden Fall. Und ja, zuletzt grundsätzlich an Menschenrechten Interessierte. Ja. An der, vielleicht auch an der Thematik der weiblichen Genitalverstümmelung Interessierte.
die können da ganz, ganz viel lernen und eben auch lernen, wo man, wen man sich wenden muss, wenn man dagegen vorgehen möchte, nämlich eben genau an Target, den Verein, der ja letztendlich von Neberg gegründet wurde, dessen Name auch im ja, Verein letztendlich Vereinsnamen steht, was ja auch gut so ist, einfach um von der Popularität von Neberg zu profitieren, für dieses wirklich hervorragende Ziel, diese grauenvolle Unsitte der Genitalverstümmelung bei jungen Mädchen zu beseitigen, zu bekämpfen und zu ächten, mit Hilfe eben, und das ist wichtig, mit Hilfe des Islam, nicht gegen den Islam. Das ist ein einmaliger Ansatz, den gab es bis dahin, jetzt muss ich es doch mal kurz noch erklären, noch gar nicht. Da gab es immer nur, wir Westler, wir reichen Europäer zum Beispiel, wir gehen irgendwo hin und sagen, hier, wir sind die reichen Europäer, wir wissen, wie es richtig läuft und ihr habt keine Ahnung, jetzt macht das gefälligst wie wir. Und Neberg wählt halt einen ganz anderen Ansatz, geht dahin, erzählt denen von seinen Abenteuern, die er da früher hatte, wie sie ihm früher das Leben gerettet haben, dass er jetzt was zurückgeben möchte und wissen will, was sie brauchen. Das gibt er ihnen. Und dann fragt er mal nach, wie das eigentlich abläuft mit dieser Verstümmelung. Als Gast wird ihm das auch erklärt, obwohl das eigentlich ein tabuisiertes Thema ist, was da vor Ort niemand bespricht. Das findet halt statt, das muss so sein, das ist Tradition. Und dadurch erfährt er Details zusammen mit seiner Frau. Seine Frau spielt also hier die Annette aus dem Buch, spielt da auch eine sehr, 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 sehr große Rolle. Die lebt auch noch, macht das jetzt auch weiter und das ist auch wunderbar. Ne? Das ist großartig. Und dadurch hat er aber eine ganz andere Beziehung zu den Leuten vor Ort, erfährt das und fragt nach. Und geht quasi zu den Oberen des Islam, den Stammesführern zum Teil tatsächlich, einfach die da die über diese Stämme mehr oder weniger herrschen, muss man ja fast sagen, in dem Zusammenhang, und fragt bei denen nach, ob die das überhaupt wissen, weil das ein so tabuisiertes Thema ist, dass die Herrscher zum Teil gar nicht wissen, was die Untertanen da mit ihren jungen Mädchen anstellen. Und als Mann, da sind ja natürlich immer Herrscher, natürlich Herrscherinnen gibt es da ja bekanntlich nicht. Die islamische Welt hat Probleme, keine Frage, ja. Aber trotzdem ist der Ansatz mit der islamischen Welt, das zu klären, nachzufragen, ob die das überhaupt wissen, zu fragen, ob das denn so überhaupt im Koran steht. Und dann wird festgestellt, nee, da steht da nicht drin, hier hast du schriftlich, kannst du losgehen und den Leuten erzählen. Und dann führt das, um soweit noch vielleicht zu spoilern, dass er dann letztendlich mit einem Haufen goldener Bücher, ja, so ein kleines Büchlein, wo eben drin steht, dass die ganze Genitalverstümmelung Blödsinn ist und sogar eine Sünde, da hatte er vorher tatsächlich es geschafft, verschiedene große geistliche Würdenträger des Islam dazu zu kriegen, das auch so zu unterschreiben, weil die das auch so sehen, dass das im Grunde Käse ist und nur eine olle, doofe Tradition, die sich irgendwie gehalten hat, warum auch immer, und keinesfalls irgendwie religiöse Gründe hat. Und mit dieser Info ist er dann rumgezogen und hat damit sehr, sehr viel erreicht, dass auch die Frauen vor Ort jetzt auch von diesem Tabu entbunden wurden, was sie da ihren Töchtern antun müssen. Ist eine wahnsinnig spannende Geschichte. Wie das dieses Lauffeuer der letztendlich Aufklärung, wenn man es so nennen möchte, sich da immer weiter ausgebreitet hat, Neberg dabei war, Neberg mitgeholfen hat, das Ganze sich dann ein bisschen verselbstständigt hat und wirklich ganz große Erfolge erzielt werden konnten, wenn auch nicht der allerletzte Erfolg, den er sich noch gewünscht hatte, was das Ganze dann nochmal mit einem gewissen Kloß im Hals, zumindest bei mir, enden lässt. Ein großartiges Buch, wirklich ein tolles Leseerlebnis. Je nachdem, wie groß die emotionale Vorbelastung und die Verehrung für Rüdiger Neberg ist, vielleicht auch ein sehr emotionales Leseerlebnis. Große Empfehlung, na, das war jetzt auch hoffentlich kompakt genug für meine Verhältnisse. Zieht euch dieses Buch rein. Ich bedanke mich fürs Zuhören, hoffe, es war ein bisschen interessant. Tschüss.